trainieren, kaum Schaden trainieren. Ich habe kaum Schaden. Deine Freunde sind in Gefahr? Mitarbeiter, nicht Freunde. Eine Handelskarawane auf dem Weg zu den Banuk und der ganze Weg wimmelt von Maschinen. Ich habe sie mit genügend Sprengpfeilen versorgt. Bei der Sonne, sie ließen sie zurück. Was für Maschinen lauern denn auf dem Weg? Plünderer und Langbeine, soweit ich weiß. Und ich hörte von etwas viel Schlimmerem. Etwas, das gnadenlos zuschlägt. Ohne Sprengpfeile haben sie vermutlich keine Chance. Warum ließen sie die beste Munition zurück? Ich weiß es nicht. Masavid, der Karawanenführer, macht eigentlich keine Fehler. Ich wollte ihnen die Kiste hierher bringen, aber ihnen weiter in die Wildnis zu folgen, das wäre Selbstmord. Wenn ich die Karawane sehe, werde ich für sie tun, was ich kann. Tja, das ist schon mal mehr, als mir dieser wertlose Abschaum hier angeboten hat. Hier, das ist meine Munition für die Karawane. Du wirst sie brauchen. Und die Sonne leuchte für dich. Ich wünschte, ich könnte mir jeden Tag einen Moment dafür nehmen. Aber ich habe nie... Mögest du immer Herausforderungen finden. Anscheinend mussten Lubavards Männer einige ihrer Waren zurücklassen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Lubavard hat mich geschickt. Oh, verstehe. Und hat er dir zufällig gesagt, warum er uns eine Kiste Reinholz statt vernünftiger Munition eingepackt hat? 3 Wellen von Wächtern und Plünderern bisher. Und das war's noch nicht. Wir brauchen dringend diese Munition. Ich hab die Munition dabei. Genug für uns alle. Bei der Sonne. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Alarm! Langbein gesichtet! An die Waffen! An die Waffen! Das war's mit meinem leisen Auftritt. Hier ist ein Wächter! Erledigt!
Plünderer! Lauf, wenn du kannst! Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Du kämpfst gut, Fremde. Erstaunlich, dass Nubavad bereit war, so viel Geld für dich auszugeben. Er hat mich nicht bezahlt. Ich helfe freiwillig. Traue niemals einem Kaja-Händler. Was? Die Lidkerne sind weg! Was? Das ist unmöglich. Außer die Rit hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Die Rit. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Du lernst schnell, hä? Gut. Bring die Lidkerne zurück, ich zahle. Da müsste ich was anderes rauswerfen. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Karawane. Leben Sie? Ja. Ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie. Meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt.
bist wieder da. Mit den Lidkernen, wie ich sehe. Und die Reed? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Es muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingeben. Irgendwo. Was für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? Hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Nehme ich lieber mit. Das Ding bei der Spalte.
Wozu ist es gut? Sehr nützlich. Sieht interessant aus. Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Es stimmt also, ich bin auf dem Weg der Maschine gebaut. Aber warum? Und von sicher? Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Oh, das wird eine laute Sache. Genau.
Lassen Sie mich. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Thank you.
Das hilft mir, sie zu überbrücken.